إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد liebe Geschwister im Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen an alle Nicht-Muslime, die heute an diesem Tag hier sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Tage, die waren sehr anstrengend gewesen. Also, wir haben die Nächte sehr, sehr wenig geschlafen. Und ich muss sagen, die meisten Sorgen haben uns eigentlich die Muslime gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil wir sind traurig über das, was passiert ist, oder es ist eine grausame Geschichte. Aber ich glaube, noch grausamer als diese Geschichte, oder was einen noch trauriger machen muss, sind die toten Herzen von vielen Muslimen in diesem Land und in anderen Teilen der Welt. Ich weiß nicht, wovor hier einige Leute in diesem Lande Angst haben. Ich weiß nicht, wovor Leute Angst haben, für ihr Recht zu kämpfen, auf legale Art und Weise. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Ich sage es euch, mit uns ist gespielt worden diese Tage, es ist unfassbar. Als ich am Mittwoch von dem Tod der Schwester gehört habe, habe ich versucht, mich zu informieren. Ja, und wir haben es sofort im Internet breit gemacht. Es ist in den Medien, in den Nachtnachrichten gekommen und ansonsten hat man sehr wenig darüber gehört. Im Gegensatz zu anderen Tragödien, von denen wir gehört haben. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn an diesem Tag, in dieser Stadt in Dresden, beispielsweise ein türkischer Mitbürger seine Frau im Gerichtssaal umgebracht hätte, die einen neuen Liebhaber gefunden hat. Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Weil ich kann mich doch sehr gut daran erinnern, als vor einigen Jahren das grausame Verbrechen hier in Berlin geschah, als eine Kurdin von ihrem Bruder getötet wurde, weil der Lebensstil dieser seiner Schwester ihm nicht gefiel, obwohl sein Lebensstil noch viel schlimmer ist nach islamischem Sinne. Da wusste ich, dass diese Geschichte auf dem Titelblatt stand. Aber hier, was hat man gefunden? Wallahi, ich habe die Tageszeitung durchgeblättert. Süddeutsche Zeitung an diesem Tag nicht gefunden. Dann habe ich noch einige andere Zeitungen gehabt, Frankfurter Allgemeine, nicht gefunden. Express, Kölner Express, 3 Zeilen. Aber in den Nachrichten, ja, es ist eine Frau irgendwo getötet worden, im Gerichtssaal. Es ging wohl um einen Schaukelstreit. Es ging nicht um einen Schaukelstreit. Das muss hier betont werden. Hier werden versucht, Dinge unter den Teppich zu kehren. Das ist das Problem, aber das werden wir nicht zulassen. Auch wenn einige Muslime sich hier verstecken und eingeschüchtert sind, weil sie eingeschüchterte Immigranten sind, Wallahi, ich stehe hier und mich kann keiner einschüchtern. Und dies ist ein Verbrechen und eine Tragödie. Und für diese Leute sind die Propagandameister im Internet verantwortlich, die dazu aufrufen, die Muslime zu töten. Und das muss rauskommen. Gekommen, um jemanden zu verletzen. Wir sind hier nicht hingekommen, Fensterscheiben einzuschlagen. Wir sind hier nicht hingekommen, Menschen zu diskriminieren. Wir sind hier nicht hingekommen, um die deutsche Gesellschaft zu bespucken. Sondern wir sind hier hingekommen, um das Recht zu fordern. Das ist der Punkt. Viele denken, wir sind gekommen, um zu trauern. Wir trauern nicht direkt für diese Schwester. Wir sind traurig darüber. Wallah, ich bin heute in die Moschee reingekommen, ich habe so geheult über diese Situation.
weil einfach das Herz, diese Barmherzigkeit im Herzen rauskommen muss. Aber meistens habe ich vor Wut geweint. Vor Wut geweint. Und heute werden wir die heuchlerische Maske einiger Individuen und Gruppen in dieser Gesellschaft abziehen. Die heuchlerische Maske von Religionsfreiheit und Toleranz. Ich will Ihnen etwas erzählen. Haben Sie schon mal davon gehört, dass zehntausende Frauen in diesem Land diskriminiert werden wegen ihrem Kopftuch? Sie hören überall davon, dass Frauen gezwungen werden, Kopftuch zu tragen. Ich garantiere Ihnen, hier stehen Frauen, hunderte von Frauen eventuell, ich weiß nicht, wie viele es sind, die hunderte von Frauen kennen, die gezwungen werden, das Kopftuch in dieser Gesellschaft auszuziehen. Der Finger, der wird in andere Länder gezeigt. Da wird gesagt, hier in diesem Land, da gibt es Kopftuchzwang. Wir sind nicht dafür, Frauen zum Kopftuch zu zwingen, weil ein gezwungenes Kopftuch im islamischen Sinn nichts bringt. Wir sind dafür, Menschen die Liebe zu dieser Religion zu vermitteln. Aber was ist der Unterschied zwischen jemandem, der jemanden dazu zwingt, ein Stück Stoff anzuziehen, und jemandem, der einen dazu zwingt, ein Stück Stoff auszuziehen? Es ist genau dasselbe. Es ist Heuchelei. Wir haben vor kurzem in Mönchengladbach erlebt. In Mönchengladbach erlebt. Und das ist etwas, was mich wirklich wütend macht. Dass die Muslime sich nicht trauen, aufzustehen und etwas dagegen zu sagen. Es gibt eine Regel. Wer nicht kämpft, verliert. Man muss den Mund aufmachen. Mensch, wir haben so vielen Leuten erzählt, kommt zu uns. Und ich sage hier ganz klar, zu jeder Muslimin in Deutschland, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht. Jede Frau, die sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Egal ob Shia, egal ob Sufi, egal ob Habashi, egal welche Gruppe sie angehört. Wir sind die Ersten, die bei ihr stehen und ihr helfen werden. Inshallah. Und das sollen sie sich merken. Das sollen sie genau wissen. Weil ich will euch eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Von ganz früher. Ich will euch eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Das soll kein Selbstlob sein. Aber vielleicht ist das der Grund, warum ich heute hier stehe. Ich habe vor einiger Zeit mal das Zeugnis aus meiner ersten Schulklasse rausgeholt. Und vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage. Im ersten Schuljahr kriegt man eine Bewertung. Und da stand drin von meiner damaligen Klassenlehrerin, Frau Nackenhorst, ja, da stand drin, Pierre ist sehr beliebt bei seinen Mitschülern, wegen seiner humorvollen Art und seinem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und es ist einfach bei mir so, dass ich diese Heuchelei nicht sehen kann. Und zur selben Zeit haben wir auch kein Problem damit, der muslimischen Gesellschaft oder einigen Individuen der muslimischen Gesellschaft die heuchlerische Maske herabzuziehen. Familien, wo die Tochter platt gemacht wird, weil sie einen Freund hat, aber der Sohn jede Woche mit einer Freundin nach Hause kommt. Familien, die Ehrenmord als islamische Methode ansehen. Obwohl ich eigentlich sowas noch nie erlebt habe, ich habe es in den Medien gehört. Das könnte auch eine falsche Information sein. Aber wir haben davon gehört. Familien, wo sowohl Jungen als auch Frauen zur Heirat gezwungen werden. Gegen die reden wir genauso. Und gegen die haben wir schon 100-mal geredet. 1000-mal geredet. Und wir haben schon 100-mal gesagt, dass wir gegen Terrorismus sind. Und ich habe mich vor diese Gesellschaft gestellt und habe Vorträge gegen diese Themen gemacht. Gegen Terrorismus gemacht, damit die Bombe hier nicht hochgeht. Nicht nur aus Liebe, ich gebe es zu, sondern auch zu meinem eigenen Schutz. Denn wenn hier eine Bombe hochgeht, dann werden heute viele Leute weinen. Aber am nächsten Tag sind die Opfer nur noch die Muslime. Und dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen sollte jeder Muslim, der denkt, so etwas wäre eine islamische Methode, der sollte sich Gedanken darüber machen. Aber einige Dinge werden wir heute auf jeden Fall ganz klar stellen. Und wir werden noch einige Forderungen stellen. Und es ist mir egal. Und ich hoffe, dass die Leute, die Muslime, endlich wach werden. Und dass wir in jeder Stadt so stehen wie heute hier. Und noch mehr. Normalerweise, ich gehe hier durch die Straßen, ich sehe Zehntausende von Muslimen. Wo sind sie heute? Morgen kann es deine Mutter sein. Morgen kann es deine Schwester sein. Morgen kann es deine Tochter sein, die abgeschlachtet wird.
seid ihr. Und wisst ihr, warum ich noch hier bin? Ich weiß, einige Leute werden zu mir sagen, Herr Vogel, heute protestieren Sie, wo es einer Muslimin an den Kragen gegangen ist. Hier nochmal das Schild. Heute protestieren Sie, wo ein kleines Kind zum Waisen gemacht wurde, weil die Mutter ein Kopftuch trägt. Was ist denn mit Christen oder Andersgläubigen, die eventuell in muslimischen Ländern Probleme haben? Ich sage Ihnen, ich bin heute nicht hier, um blöd rumzustehen, sondern ich bin hier, dass ich glaube, dass ich hiermit etwas erreichen kann. Und wir haben schon tausendmal, das habe ich eben schon gesagt, haben die Gewalt gegen Andersgläubige verurteilt. Deswegen kann man mir diesen Vorwurf nicht machen, aber ich glaube, dass islamische Vorträge eine bessere Medizin dagegen sind, als sich heute hier zu treffen. Aber wir sind hier, weil wir ganz deutlich sehen, dass die Tatsachen von diesem Fall unter den Teppich gekehrt werden. Und deswegen muss es veröffentlicht werden. Deswegen müssen wir Leute hier aufrufen. Und deswegen sage ich zu jeder Schwester, die heute hier ist, sage ich, meldet euch. Wir wollen euch aufnehmen, keinen falschen Scham. Wir wollen heute, dass Frauen hier oben stehen. Aber es kommt immer wieder vor, dann sagt der Mann doch, nein, lieber nicht und Scham und hast du nicht gesehen. Wir brauchen es. Mir glaubt doch keiner. Hier, wer von den Schwestern ist einverstanden mit dem, was ich sage? Aufzeigen. Alle zeigen auf, damit ihr es seht. Diese Schwestern sind heute hingekommen, weil sie wissen, dass ich die Meinung vertrete von ihnen. Weil sie das wissen. Und es gibt noch tausende andere, die gerne gekommen wären, aber nicht kommen konnten. Das ist der Punkt. Es gibt hier Frauen, die das Kopftuch mit Stolz tragen. Und es wird immer vom Kopftuchzwang gesprochen. Schaut euch diese Heuchelei an. Warum wird nicht von der anderen Sache gesprochen? Warum wird nicht davon gesprochen, dass in Mönchengladbach im Krankenhaus, in einem katholischen Krankenhaus, drei Frauen gekündigt werden, weil sie Kopftuch tragen? Ganz klar, wir haben Schwarz auf Weiß. Warum wird darüber nicht geredet? Aber ich bin hier, weil ich glaube, dass wir etwas verändern können mit dieser Methode. Und zwar, wenn wir das in jeder Stadt machen und wenn jeder Muslim sich endlich verantwortlich fühlt für seine Religion. Hier, und darauf will ich jetzt kurz eingehen, warum habe ich mich über diesen Fall so geärgert? Ich will noch kurz was sagen, Entschuldigung. Über denjenigen, der zu mir sagt, warum bist du nicht aufgestanden, als dieses oder jenes passiert ist. Wir sind oft genug aufgestanden und wir sind auch bereit, für andere, denen Unrecht geschieht, egal ob Jude oder Christ oder etwas anderes, denen zu helfen. Denn Islam ist eine Religion der Gerechtigkeit. Allah sagt in einem heiligen Hadith, Ya ibadi inni haramtu al-zulma ala nafsi, fala tazalamu. O meine Diener, ich habe mir selber die Ungerechtigkeit verboten, so seid nicht ungerecht. Deswegen dürfen wir nicht ungerecht sein, egal zu welcher Religion sich jemand zuschreibt. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich erwähnen will. Aber wenn wir heute hier stehen, stehen wir hier, weil wir etwas verändern wollen. Und weil wir ehrlich gesagt direkt betroffen sind. Weil, wie oft ist meine Frau schon auf der Straße angepöbelt worden, wenn ich nicht dabei bin? Wie oft? Wie oft sind die Frauen, die hier stehen, schon auf der Straße angepöbelt worden? Oder bei der Arbeit? Ich sehe die Frauen, aber hier, ist es so oder ist es nicht so? Aber darüber wird nicht geredet. Das wird totgeschwiegen. Aber wisst ihr, warum man das totschweigen kann? Weil die Muslime nicht aufstehen. Aber das hat ab heute ein Ende. Ab heute wird aufgestanden. Der Tod dieser Frau, der war nicht umsonst. Der wird hier eine Welle bringen, dass wir aufstehen und die Wahrheit kundtun. Und das sage ich ganz klar und deutlich. Und ich sage euch auch, warum diese Frau sterben musste. Soll ich euch das genau sagen? Soll ich euch das mal zeigen? Ich zeige es euch mal. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich einen Vortrag in Dortmund gemacht. Da habe ich sinngemäß gesagt, wenn die Hetze in den Medien und in Internetseiten wie der asoziale PI-News-Blog, wenn diese Hetze so weitergeht gegen die Muslime, wird die erste muslimische Frau auf offener Straße vernichtet werden. Aber diese Frau ist nicht auf offener Straße vernichtet worden. Sie ist im Gerichtssaal vernichtet worden.
mit 18 Messerstichen. Und der Mann, der dazu eilen wollte, ist niedergeschossen worden von einem Polizisten. Während der Messerstecher keine Wunde hat. Da sollen wir uns nicht drüber aufregen. Wenn wir das kundtun, dann sind wir Hassprediger geworden, oder wie? Da muss doch mal jemandem erzählen. Bisher gab es noch keine richtige offizielle Stellungnahme von dem, was in dem Gerichtsgebäude passiert ist. Wir wissen nicht, warum hat der Mann 3 Messerstiche. Man hört, der Polizist hat den Ehemann als den Täter gesehen. Ja klar, weil er hatte schwarze Haare. Das ist das Problem. Hat man gehört. Aber ich will ja auch nicht pauschalisieren. Und das dürfen wir nicht. Wir dürfen auch nicht pauschalisieren. Und das müssen wir ganz klar sagen. Es gibt in diesem Land sehr viele positive Ansätze. Es gibt sehr viele Rechte. Es gibt sehr viele tolerante Menschen. Es gibt sehr viele weltoffene Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die die Muslime und Andersgläubige gut behandeln. Und es gibt unter uns Muslimen leider auch sehr viele schwarze Schafe. Das müssen wir sagen. Wir differenzieren immer. Ja, nicht, dass wir jetzt auf die Straße gehen und machen Hinz und Kunz für diese Tat verantwortlich. Aber zur selben Zeit, wenn es positive Ansätze gibt, dürfen auch negative Punkte nicht verschwiegen werden. Sondern die müssen an die Öffentlichkeit gebracht werden, um die Situation zu verbessern und um das Zusammenleben von Christen, Juden, Muslimen, Andersgläubigen in diesem Land zu verbessern. Das ist unser Ziel. Dazu sind wir hingekommen. Ja, wir sind Muslime. Wir glauben, und das sagen wir ganz klar, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist und die einzige Rettung vor der Hölle. Da brauchen wir den Mund nicht zuzumachen. Der Christ ist derselben Meinung. Aber dafür brauche ich den Christen nicht den Schädel einzuschlagen und er braucht mir auch nicht den Schädel einzuschlagen. Damit können wir leben, darüber können wir diskutieren. Die Kunst dabei ist, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, dass man darüber diskutieren kann. Vernünftig diskutieren kann. Das ist der Punkt. Und hier, was ich gerade gesagt habe über diese Hetze. Viele Leute, denen man das erzählt, die wollen sagen, nein, also Herr Vogel, Sie übertreiben doch total. Als ich das damals gesagt habe, haben viele gesagt, ja, was erzählt er da, das stimmt doch alles gar nicht. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Dann, wer hat das noch erzählt? Nicht nur ich. Hagenräther hat dasselbe erzählt. Er hat gesagt, aber dann, wenn die ersten Moscheen brennen nach dieser Propaganda, dann will es wieder keiner gewesen sein. Und jetzt ist keine Moschee hat gebrannt, eine Moschee hat schon vorher gebrannt, jetzt ist eine Frau getötet worden. Und keiner will es gewesen sein. Presse heute, sehr wenig vorhanden. Das muss totgeschwiegen werden. So sieht die Sache für mich aus. Wo sind sie heute? Wenige da, wenige. Wir haben Tausende eingeladen. Wo sind sie? Nirgendwo. Nirgendwo, verschwiegen. Und ich erzähle euch, was mir die Tage passiert ist. Glaubt mir es, ich war so enttäuscht von der ägyptischen Botschaft. Ich wollte für diese Frau eine Janäsa mit Würde haben, wo viele Leute hinkommen. Wisst ihr was? Die wollten eine Janäsa machen in der Moschee, wo nur sie da sind. Weil sie Angst hatten, dass zu viel Menschenauflauf kommt. Was soll das? Woher habt ihr das gewusst, weil ich die ganze Zeit gestern telefoniert habe und wie das überall verbreitet hat, dass die Janäsa an diesem Tag in dieser Moschee ist. Deswegen war die Moschee heute proppelvoll gewesen. Stellt euch vor, wir hätten schon vorher gewusst, um wie viel Uhr das Totengebet stattfindet. Und deswegen diese Botschafter, die sollen sich was schämen. Wirklich. Das ist so eine Unverschämtheit. Ich bin nach Dresden gefahren, bis ich den Bruder gefunden habe, habe ich drei Stunden gebraucht. Die schicken mich von dort nach dort in Straßen, die es überhaupt nicht gibt. Subhanallah. Am nächsten Tag wollen sie mich anrufen, um mir zu sagen, was mit der Janäsa ist. Keiner ruft mich an, nichts. Die ganze Zeit. Eine Unverschämtheit vom Allerfeinsten. Ja? Jetzt, vor einem Monat, wer hätte es erwartet, hat ein gewisser Heinrich Thies, der hat mich unverschämterweise angerufen und wollte dann mit mir ein Interview machen. Der ruft dich vorher an. Der ist übrigens so ein unverschämter Journalist, ist das. Der sieht einen jungen Konvertierten, der 17 Jahre alt ist, und sagt ihm, wann wollen Sie nach Afghanistan gehen? Und der weiß gar nicht, wie er antworten soll. Ja,
Ja? So, solche Fragen werden gestellt, Subhana. Wann wollen Sie nach Afghanistan gehen? So wie, ja, Sie gehen ja sicherlich irgendwann nach Afghanistan, Subhana. Und ich habe Ihnen am Telefon nur eine Sache gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, Herr Thies, jo. So, er schreibt hier über mich. So habe der Kölner Konvertit Pierre Vogel 2007 Göttingen die Verheiratung neunjähriger Mädchen rechtfertigt. Schünemann nannte dies abartig. Vogel spricht dagegen vom Verleugnung. Man kann sich ja gerne das Video mal angucken. Ist doch bei uns auf der Internetseite. Kein Problem. Vogel spricht dagegen vom Verleugnung. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn es hier mit der Hetze so weitergeht, dann werden in Deutschland bald die ersten Muslime abgeschlachtet. Das war am 19. Mai 2009. Noch nicht mal zwei Monate später, hat sich die Prognose ereignet. Das erste Opfer ist gefallen. Aber inshallah das letzte. Viele Leute sprechen hier von Einzelfällen. Aber für mich ist das kein Einzelfall. Für mich ist das der erste Fall. Es ist ein Unterschied, ob ich sage Einzelfall oder erster Fall. Dann, ich habe gesagt, dass ich schon des Öfteren über diese Hetze gesprochen habe. Ja? Und jetzt wollen wir mal ganz kurz fragen, wenn ich von Hetze rede. Und wir wollen jetzt fragen, ist es erlaubt zu hetzen? Da wird jeder sagen, nein, richtig? Egal, ob man hier Jude ist, Muslim ist oder was auch immer. Und deswegen sage ich jedem, wenn er bei mir in meinen Videos etwas findet, wo er denkt, dass das Hetze ist, er kann mir gerne Bescheid sagen, damit wir es rausschneiden. Weil wir wollen gegen niemanden hetzen. Punkt 1. So, dann lese ich jetzt mal etwas vor, weil wie gesagt, viele wollen dann erzählen, ja, die Muslime reden wieder von Hetze. Das ist nicht nur meine Meinung. Ich lese Ihnen mal etwas vor, die gehören zum linken Spektrum, zum Marxisten. Das ist das Bündnis www.kein-blut-für-öl-für-öl.de. Ich schreibe euch, was er zu diesem Fall geschrieben hat. Das ist ein Nicht-Muslim, ja, ein Nicht-Muslim aus Köln. Der schreibt, die antimuslimische Hetze der Homepage Politically Incorrect und von rechten Splittergruppen wie Pro Köln bereitete den Boden zu einer schrecklichen Bluttat in Dresden. Fassungslos stehen wir vor einem unvorstellbaren Verbrechen. Bei einer Gerichtsverhandlung am Landgericht Dresden wird Mava E., die Zeugin der Anklage, vor den Augen ihres Kindes und ihres Ehemanns vom Angeklagten erstochen. Ich würde eher sagen, niedergemetzelt, hört sich besser, ist passender, bei 18 Messerstichen. Der Ehemann, der versuchte, die Tat zu verhindern, wurde von einem Polizisten angeschossen und befindet sich im Koma. So, jetzt schreibt er weiter, das ist ein Nicht-Muslim. Wir sind zutiefst bestürzt über diese Tat. Besonders bestürzt sind wir über ihre Hin, im Islam rechtfertigt sehen, zu widerlegen. Normalerweise müsste man sich doch sagen, als deutsche Regierung, als Verfassungsschutz oder was auch immer, wir wollen nicht, dass die Bombe hier hochgeht. Das Beste, was uns so eigentlich passieren kann, ist, ein Muslim, der laut Verfassungsschutz Einfluss hat auf jugendliche Muslime, der den jugendlichen Muslimen erzählt, dass es nichts mit Islam zu tun hat. Aber was ist der Fakt? Es wird nirgendwo erwähnt. Warum? Weil man gar nicht will, dass das erwähnt wird. Ich habe bestimmt in Dutzenden Vorträgen habe ich mich davon distanziert. Da stand nachher nichts. Ich werde nachher noch auf den Flug kommen. Warum? Will man hier jemanden stigmatisieren oder wie sieht es aus? Hier, weiter. Also er sagte, mich sollte man auf den Scheiterhaufen werfen. Dann sagt er, was würde er machen? Guck mal jetzt, mit was für kranken Menschen wir es hier teilweise zu tun haben. Ich würde pfeifend dabei zusehen und danach noch ein Festmahl nehmen und Sekt drauf anstoßen. Das heißt, wenn ich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden würde, dann würde er darauf für ein Festmahl nehmen. Dann, das war das, was der Marxist geschrieben hat über diese Islamhetze. Da wissen wir ja Bescheid. Das heißt, die sind alle dieser Meinung, die ich eben erwähnt habe. Entschuldigung, ich muss kurz was trinken.
liebe Schwester. Sie sagen doch, ja, dann. Und jetzt, wenn wir von Hetze gesprochen haben, dann wollen wir jetzt untersuchen, ob wir es wirklich mit Hetze zu tun haben. Und wenn wir es mit Hetze zu tun haben, über die Internetseite hier, das sind die größten Volksverhetzer, da, Politiker in Quenca, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also wenn die Bundesregierung diese Internetseite nicht bald schließt, dann hat sie das Vertrauen der Muslime ganz eindeutig verloren. Das muss man sagen. Das muss man ganz eindeutig sagen. So eine Volksverhetzung, also die wurde wahrscheinlich noch nie gesehen, aber hier, oder selten gesehen. So, jetzt fangen wir mal an. Hetzen die Medien? Dann fragen wir erstmal, was ist Hetze? Denn wenn wir sagen, wir haben es mit Hetze zu tun, brauchen wir erstmal die Definition von Hetze. Und als Hetze bezeichnet man im gesellschaftlichen Sinne unsachliche, das heißt unwahre, verunglimpfende Aussagen zum Zweck Hass und Angst gegen bestimmte Individuen oder Gruppen hervorzurufen, diese zu diffamieren, zu dämonisieren. Schauen wir uns mal an. Wir schauen mal in die Medien. Und hier gibt es indirekte Hetze und direkte Hetze. Direkte Hetze ist, wenn ich zum Beispiel sagen würde, nicht alle Terroristen sind nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Ist eine direkte Hetze, weil es eine unsachliche Aussage ist, die dazu dient, Hass und Angst vor einer bestimmten Gruppe und Menschen hervorzurufen. Sie zu diffamieren, zu dämonisieren. Das wäre direkte Hetze. Indirekte Hetze ist, wenn ich den Eindruck entstehen lasse, als wenn es so wäre. Weil es kommt aufs selbe raus. Wenn ich den Menschen den Eindruck gebe, dass die Muslime die einzigen Terroristen sind, dann haben wir das Problem. Wo holen wir das Bild? Wo holen wir das Bild von der Frau? Erstmal, wer hat diesen Satz gesagt? Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Wer hat das gesagt? Jemand, der in allen Talkshows eingeladen wird, oder in fast allen, der als ein Intellektueller gehandelt wird in den deutschen Medien, Ralf Giordano, Holocaust-Opfer. Er hat diesen Satz gesagt, Intellektueller. So, dann fragen wir jetzt, und jetzt gucken wir mal, welche Terrororganisation hat laut FBI-Statistik die meisten Selbstmordanschläge? Welche? Tamil Tigers sind jetzt zugrunde gegangen. Schon mal was davon gehört? Wer hätte gedacht, dass die meisten Selbstmordanschläge von Nicht-Muslimen ausgehen? Wer hätte das gedacht? Da hat man noch nie was gehört. Wer hätte das gedacht? Welche Terrororganisation hat die stärkste Kinderrekrutierung? Eine christliche Terrorgruppe in Uganda. Welche Terrorgruppe hat die meisten Mittelstreckenrakete? Terrorgruppe in Nepal, Nicht-Muslime. Welche Terrorgruppe hat die meisten Anschläge? Terrorgruppe, nicht-muslimische Terrorgruppe in Indien. Laut nicht-muslimischen Statistiken. Wir sagen nicht, es gibt keine muslimische Terroristen. Wir verurteilen Terror im Namen des Islam. Aber was haben wir hiermit festgestellt? Dass dies eine unsachliche Aussage ist, die ganz eindeutig dazu dient, die Muslime zu verunglimpfen, zu diffamieren, zu dämonisieren, Ängste zu schüren. Denn was nach dieser Aussage kommt von Herrn Giordano, ist, dass sich einige Dummköpfe, und wir werfen ihm das nicht vor, dass er das beabsichtigt, obwohl er das eigentlich als Intellektueller in Anführungsstrichen wissen müsste. Was ist jetzt der Rückschluss, den einige ziehen würden? Und was man die Politiker inkorrekt findet, wenn man sagt, alle Terroristen sind Muslime? Das sagt man sich. Wenn es keine Muslime gibt, gibt es keinen Terrorismus mehr. Und diese Frau hier ist eine der Gewehrmaschinen der Terroristen. Das ist der nächste Schritt. Und deswegen sagen wir zu dem Holocaust-Opfer, es tut uns leid, was ihm passiert ist, er soll sich bei den Muslimen entschuldigen für diese Aussage. Wir rufen nicht dazu auf, ihm ein Haar zu krümmen, aber wir rufen ihn dazu auf, unsachliche, verunglimpfende Aussagen zurückzuziehen, die zu Hass führen.
bei einigen Dummkopfen in diesen Politblocks. Hier, das ist das Ergebnis. Wisst ihr, was dieser Mensch zu der Frau gesagt hat, als er sie getötet hat? Du hast kein Recht zu leben. Du hast kein Recht zu leben. Warum? Das ist die Propagandamaschinerie, die hier am Wirken ist. Aber davon hört man nirgendwo was. Und die Presse ist heute wieder nicht hier. Aber wir werden so viele Kundgebungen machen, bis sie sich nicht mehr verstecken können. Bis sie sich nicht mehr verstecken können. Möge Allah alle Menschen in diesem Land recht leiten, Amin. So, das war die Hetze, die wir in den Medien haben. Dann haben wir indirekte Hetze direkt zum selben Zeitpunkt. Weil dann sage ich, wurde nicht der Eindruck erweckt, dass alle Terroristen Muslime sind? Weil wer hat davon gehört, dass es christliche Terrorgruppen gibt, buddhistische Terrorgruppen gibt, hinduistische Terrorgruppen gibt und so weiter und so fort? Fast keiner. Obwohl es sie gibt. Das Einzige, was man gehört hat, ist von kommunistischen Terrorgruppen, weil der Kommunismus der Feind war, bevor die Sowjetunion gefallen ist. Diese Gruppen kennt man auch. Sind mittlerweile teilweise ausgestorben, die RAF und so weiter. So. Jetzt gehen wir mal zu der Propaganda im Internet, oder? Und ich will eine Sache betonen. Liebe Schwester im Islam, ich möchte und ich fordere von euch, behandelt die Menschen in diesem Land gut. Wir haben jetzt diese Propaganda in den Medien, haben wir jetzt kritisiert. Und ich könnte noch hunderte Beispiele bringen. Wir haben schon Propaganda im Internet, darüber haben wir jetzt schon geredet. Ich werde noch einige Beispiele bringen. Aber ich betone nochmal und immer wieder, dafür ist nicht Hinz und nicht Kunz zuständig. Oder verantwortlich. Deswegen unsere Pflicht ist es, die Nicht-Muslime in diesem Land gut zu behandeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich noch dazu sagen will, wir müssen auch sagen, dass leider viele Muslime, auch in dieser Stadt, diesbezüglich große Fehler gemacht haben. Das heißt, man sollte die Kinder erziehen, dass sie keine Schimpfwörter benutzen sollen, gegen Deutsche beispielsweise. Es ist sowieso nicht im Islam gedacht, solche Schimpfwörter zu benutzen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns verbessern. Denn, liebe Brüder und Schwestern, wir geben diesen Leuten, diesen Hassern, doch nur Propagandamittel. Wir geben ihnen doch nur Munition für ihre Hetze, wenn wir uns so verhalten. Was sagt Allah über unseren Propheten? Er sagt über ihn, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und wahrlich, du hast wahrlich gewaltige Charaktereigenschaften. Der Prophet Muhammad a.s., als ein jüdischer Junge im Sterben lag, hat er ihn besucht am Todesbett, weil er für ihn das Beste gewünscht hat, er wollte für ihn das Paradies, und hat ihn zum Islam gerufen, er hat den Islam angenommen. Deswegen, wir müssen die Einstellung haben, dass wir für jeden Mensch das Beste wollen, dass wir an seinem Bett sitzen, wo er stirbt, wie der Prophet an dem Bett saß von diesem jüdischen Jungen. Dass wir den Menschen helfen. Liebe Brüder und Schwestern, als der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, nach Medina gekommen ist, dann ist er nicht dorthin gegangen, die Muslime sind nicht dorthin gegangen, haben gesagt, wir sind hier, wir sind stark, wir sind hier, wir schlagen die Türen ein. Sondern was haben sie gesagt? Was hat der Prophet gesagt? Tut'imu ta'am wa taqru salam ala man arafta man lam ta'rif. Das heißt, gebt den Menschen Essen und grüßt die Menschen, ob ihr sie kennt oder nicht kennt. Und so müssen wir sein, so müssen wir uns verhalten, dass wir uns nicht abschotten, sondern dass wir in diese Gesellschaft reingehen und dass wir zeigen, dass wir auch selber den Ehrgeiz haben, uns als Individuum zu verbessern. Das heißt, wir zeigen nicht nur auf die anderen, sondern wir zeigen auch auf uns. Ja, wir geben zu, wir haben viele Fehler gemacht. Aber die Fehler, die wir gemacht haben, die rechtfertigen nicht, dass eine muslimische Frau hier abgeschlachtet wird.
Das ist ein ganz klarer Fall. Und dass diese muslimische Frau abgeschlachtet wurde, diese Tat rechtfertigt auch von uns nicht Ungerechtigkeit anderer Menschen, die nichts mit dieser Sache zu tun haben. Dieser Täter wird inshallah seine Strafe bekommen und am jüngsten Tag wird er vor Allah, dem Allmächtigen, stehen. Und dann gibt es kein Entrinnen mehr. Das ist ein ganz klarer Fall. Alhamdulillah. Jetzt wollte ich kurz etwas erwähnen. Ich wollte mal kurz auf die Hetze im Internet eingehen, was es dort so für schöne Aussagen gibt. Hört mal zu, welche Hetze dort tagtäglich verbreitet wird. Und ihr könnt gerne auf unsere Seite www.muslime gegen rechts gehen und könnt euch da mal angucken, was es dort für eine Hetze gibt. Und ich betone nochmal, sollte irgendein Nicht-Muslim denken, dass ich Dinge gesagt habe, die dazu aufrufen können, Menschen zu verletzen, dann soll er mir Bescheid sagen, damit ich diese Dinge aus meiner Seite streichen kann. So, hier. So. Nuke the Cube. 18.01.2007. Gut so. Ich will nicht, dass, wenn ich Blut spende, mein Blut irgendwann einem Muslim das Leben rettet. Kannst du dir das vorstellen? In der Bildzeitung stand, wie konnte dieser Hass entstehen? Wie konnte es zu diesem Hass kommen? Liebe Bildzeitung, das fragt ihr euch wirklich? Das fragt ihr euch wirklich, wie es zu diesem Hass kommen konnte? Und wenn es dann passiert ist, dann stehen alle da, ach, jetzt sind wir aber alle traurig. Jetzt muss die Ursache dieses Hasses bekämpft werden. Was denkt ihr, wenn täglich 30.000 Leute so eine Internetseite besuchen? Diese Seite muss geschlossen werden. Es gibt islamische Internetseiten, die man nicht öffnen kann in Deutschland. Es ist das Leichteste für die Regierung, diese Seite zu schließen. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch viele Nicht-Muslime, dass das die größte volksverhetzerische Seite ist überhaupt. Weiter. Würden alle Muslime auf der Stelle tot umfallen, wäre ein großes Problem deutlich vermindert. Weiter, September hier. Da muss ich doch jetzt glatt meine alte Forderung nach Einstellung. So, hier. F. Richie. Dieses stinkende Pack sollte man in Züge sperren und in irgendein islamisches Land deportieren. Deportation, das haben wir in diesem Land schon mal gehört. Und es gibt da Aussagen, wo ganz klar gesagt wird, Atombombe auf alle muslimischen Länder. Ich will mal eine Sache betonen, und dieser Sache sollte sich jeder Deutsche in diesem Land bewusst sein. Wir haben in diesem Land, wurden einst Millionen von Menschen verfolgt. Und in KZs gesteckt, umgebracht. Juden, Kommunisten, Zigeuner, Zeugen Jehovas und so weiter. Die Frage, diese Leute waren damals in die deutsche Gesellschaft besser integriert als die Muslime heutzutage. Aber damals gab es bestimmte Propagandamethoden und ich habe einen Vortrag darüber gemacht, die Propagandamethoden von Adolf Hitler. Auf der Seite Muslime gegen Rechts kann man diesen Vortrag finden. Das ist genau dieselbe Methode, die heute in diesen Internetseiten angewandt wird. Ich frage, die Methode, die damals angewandt wurde und Menschen dazu geführt hat, dass Menschen umgebracht wurden, die deutsche Namen trugen, wieso soll die heute nicht dazu führen, dass es in 10 Jahren hier ganz anders aussieht? Die NSDAP hat auch einen schnellen Aufstieg gehabt zur damaligen Zeit, wo es auch eine Wirtschaftskrise gab. Wieso soll dieselbe Propaganda heute nicht wirken, die damals gewirkt hat? Das heißt, wenn man hier in diesem Land nicht aufpasst, und das wissen die Verfassungsschützer auch ganz genau, dann wird es hier in 10 Jahren ganz anders aussehen. Wir als Muslime, ich sage ganz klar, wir reichen den Nicht-Muslimen die Hand. Aber wir erwarten auch von der Regierung, dass diese Hetze gestoppt wird. Wir erwarten, dass diese Seiten geschlossen werden. Und wir erwarten, dass endlich in den Medien ein Muslim zu Wort kommt,
der eine gewisse Stellung bei den Muslimen hat und der gegen Terror redet. Es nützt nichts, weil das ist auch ein beliebter Trick. Man zeigt einem Muslim, der nicht mit dem Islam zu tun hat, der sich gegen Terror ausspricht, der trinkt, der hat eine, weiß ich nicht, uneheliche Geschlechtsverkehr, der weiß ich nicht, macht nichts vom Islam und sagt, der ist Muslim. Ja? So, und er sagt, ja, ich bin gegen Terror. Danach zeigt man irgendeinen Muslim mit Bart und der ist für Terror. Der Eindruck entsteht, der gute Muslim, das ist der Muslim, der mit der Religion nichts zu tun hat. Und der Muslim, der die Religion praktiziert, der beispielsweise Bart trägt, Vorsicht! Das ist nämlich indirekte. Das ist nämlich indirekte Hetze. Was? Bruder, ich habe gar nicht über Israel geredet. Ich habe gar nicht über Israel geredet, deswegen. Bruder, ich habe gesagt Terror. Ich habe nicht über Israel geredet oder irgendwas anderes. Entschuldigung, findest du es gut, wenn in Djerba eine Synagoge in die Luft gejagt wird und kleine Kinder dabei sterben? Findest du es gut, wenn in Djerba eine Synagoge in die Luft gejagt wird, wo kleine Kinder dabei sterben? Ja, okay, das meine ich. Dann ist gut, das meine ich. Das meine ich, ist gut. Das meine ich, wenn du das nicht meinst, wenn du dagegen bist, dass man Synagogen dort in die Luft sprengt oder dass man in Casablanca eine Pizzeria in die Luft jagt, beispielsweise, um Leute zu töten, dann sind wir auf derselben Ebene. So, weiter im Text. Wie ich schon gesagt habe, diese Propaganda kann auch heute wieder wirken. Diese Propaganda kann auch heute wieder wirken und dagegen wollen wir etwas tun. Und deswegen, was ich gerne hätte, wenn es Muslimen gibt, die ihre Geschichte erzählen können, wo sie Probleme hatten, die sollen nach vorne kommen, heute. Und wir haben eine Muslimin, die auch erzählen will, was mit ihr passiert ist, als sie den Islam angenommen hat. Kommst du bitte nach vorne, Schwester. Und es können auch andere Schwestern kommen. Wir wollen, dass die Schwestern heute reden. Assalamu alaikum. Kann ich dir helfen oder soll ich das? Ja. Was soll das wirklich passieren? Assalamu alaikum, Brothers and Sisters in Islam. Ich habe das jetzt extra Englisch angesprochen, weil ich viele Jahre in England gelebt habe. Und meine Geschichte kommt eigentlich aus England, nur leider ist sie jetzt heute bis nach Deutschland weitergegangen und ich werde weiter in Deutschland verfolgt. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich eventuell nicht alle Namen nennen kann in diesem Text, weil sonst muss ich strafrechtliche Verfolgung wahrscheinlich in Kauf nehmen. Als erstes möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Nathalie Bracht und ich bin in Deutschland geboren. Ich kann halt den Mikro hier aufnehmen, kannst du nicht. Kannst du das jetzt machen? Ich glaube, wir können jetzt weitermachen, nachdem sich das hier geklärt hat mit dem Mikro.
Ich möchte dazu sagen, dass es das erste Mal ist, dass ich diesen Fall auf deutschem Boden vortrage. Und er in der letzten Zeit eigentlich über ein Jahr lang im englischen BBC behandelt worden ist. Natürlich nicht so, wie das eigentlich der Wahrheit entsprechen würde. Ich möchte dazu sagen, dass ich aus einem nicht-christlichen Elternhaus komme. Ich komme zwar aus einem Elternhaus, was den drei großen Weltreligionen angehört, aber aus einem nicht-christlichen. Und ich habe eben mitbekommen, dass es hier ein paar Differenzen gab, deswegen werde ich das jetzt, glaube ich, mal nicht weiter ausführen. Meine Geschichte beginnt damit, dass ich erst 2003 den Islam angenommen habe, in Kassel, in Hessen, in Deutschland, in einer türkischen, üblichen Miligürisch-Moschee. Ich habe dann mit meinen 5 Töchtern, ich habe also 2003 meine letzte Tochter geboren, Mutter von 5 Töchtern, auch wenn jetzt diese 5 Töchter leider nicht bei mir sind. Das ist der Grund, weshalb ich hier eigentlich stehe. Wir reden heute über Diskriminierung und es gibt natürlich Diskriminierung auf verschiedenen Gebieten. Es gibt Gewalt, behördliche Diskriminierung, es gibt körperliche Diskriminierung, Religionsdiskriminierung, es gibt Diskriminierung auf dem politischen Gebiet, alles was man sich vorstellen kann, auch wenn es dann schwarz auf weiß auf Papier in diesem Land eigentlich anders steht, dass wir Religionsfreiheit haben, Meinungsfreiheit. Ich bin ja wirklich sehr beruhigt, dass wir heute hier so viele zivile Polizisten haben. Ich hätte mir gewünscht, die wären damals in Dresden auf dem Gerichtssaal gewesen. Vielleicht wäre die Schwester da noch am Leben. Ich habe dann also 2005 mich von... Ich habe 2003 habe ich mich von meinem Ehemann getrennt, Entschuldigung. Und 2005 habe ich den Islam angenommen. Ich muss dazu sagen, dass mein Ehemann, der aus der selben Religionsspalte kommt, von der ich eigentlich familiär aufgezogen worden bin, und sich sein Werdegang sehr geändert hat von einer linksorientierten politischen und sozialen Ansicht zu einer zionistischen. Das konnte ich leider nicht mehr lange vertreten und das hat dazu zu Ehedifferenzen geführt. 2005 habe ich dann, wie gesagt, den Islam in einer türkischen Moschee hier in Deutschland angenommen, was ja den deutschen Mitbürgern manchmal nicht so ganz einfach gemacht wird. Ich habe dann im Januar 2006 eine Einladung vom britischen Generalkonsulat erhalten, worauf man mich einfach über meinen beruflichen Werdegang einfach mal informiert hat. Ich bin also mehrsprachig und Großbritannien hat im Zuge seines politischen Interesses und strategischen Interesses, was es weltweit hat, Leute gesucht, die eben halt für sie übersetzen. Das war mir natürlich damals nicht so klar und ich habe das auch nicht richtig gewusst. Ich habe mich darauf eingelassen, habe dann also gedacht, ich mache einen Neuanfang für mich und meine 5 Kinder und gehe nach Großbritannien. Ja, warte mal ein bisschen, Pierre. Ich bin dann also mit meinen 5 Kindern in das britische Konsulat und da ich laut Papier einen britischen Vater habe, stand mir also die britische Nationalität oder die britische Staatsbürgerschaft zu. In England wird sowas noch in verschiedene Kategorien unterteilt. Ich glaube, es sind 8 oder 9 verschiedene Kategorien. Durch ihre Kolonialisierung haben die da ja noch sehr alte geschichtliche Sachen am Laufen. Die haben natürlich nichts mit Diskriminierung zu tun. Also über meinen britischen Staatsangehörigen, also den Vater von mir, der auf dem Papier John Brown heißt, habe ich dann den britischen Pass für mich und meine 5 Kinder erhalten. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass es also nicht gang und gäbe ist, dass man einfach so einen britischen Pass erhält, vor allen Dingen, wenn man nicht in England geboren ist und dann auch noch zusätzlich für die Kinder. Als ich in England angekommen bin, was so ist zu erwähnen, ich habe meine Pässe nicht bezahlen müssen, ich brauchte die Pässe für die Kinder nicht zu bezahlen. Man hat mir die Überfahrt bezahlt, man hat mir ein Haus bereitgestellt, ich habe also Möbel bekommen, ich habe Kleidung bekommen, meine Kinder wurden angemeldet. Uniform, so ist das in England, das ist alles sehr uniformiert da drüben. Wir haben also alles erhalten. Wir brauchten also für nichts zahlen, wir hatten also auch Anfangsgeld bekommen. Dann wurde mir die Arbeit, die ich drüben in Großbritannien machen sollte, ein bisschen deutlicher erklärt.
und aufgrund meiner religiösen Einstellung gab es für mich dann überhaupt gar keinen Klärungsbedarf mehr. Es war natürlich klar, dass ich diese Arbeit nicht annehmen werde. Dann war ja natürlich auch klar, ich habe meine Zelte in Deutschland abgebrochen gehabt, konnte also nicht einfach wieder hierher zurück. Das wussten die Herrschaften, so nenne ich die jetzt mal, natürlich auch. Dann hat man mir eben halt das wiederholt angeboten, 14 Tage lang hintereinander. Ich habe diese Arbeit nicht angenommen. Dann stand ich plötzlich mit der Aufgabe da, dass ich also die britischen Pässe hatte. Ich musste mich allein finanzieren, auch meine 5 Töchter, für die ich das alleinige Sorgerecht in Deutschland bekommen hatte. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir dann alle britische Nationalität hatten und zu diesem Zeitpunkt es ja auch schon die EU-Regelungen gab, also waren wir EU-Bürger und können ja dann innerhalb der EU hin und her reisen und auch Tätigkeiten annehmen. Nachdem ich eben halt wiederholt konsultiert worden bin und ich das abgewiesen habe, war das eben halt so, dass ich versuchen musste, eine Arbeit zu finden und meine Kinder selbst zu finanzieren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie die das in England im Datenschutz halten. Ich denke mal nicht besonders besser, als das hier in Deutschland gehalten wird, aber dann ist es gewesen, dann stand eben halt 14 Tage, nachdem ich ins Land kam, auf einmal ein Rabbi in der Tür. Und dieser Rabbi ist also zu mir gekommen und er hat gesagt, er begrüßt alle jüdischen Neuankömmlinge im Land. Naja. Und da ist ja nichts Verkehrtes dran, er kann ja die Leute ruhig willkommen heißen. Und dann hat er mir eben halt wieder Arbeit angeboten und es ging auch darum, er wollte mich einfach mal Hallo sagen wollen, gucken, wie es mir denn so geht. Ich bin mir darüber im Klaren, dass er genau wusste, wie es mir geht und dass er bereits auch schon informiert war. Mir war allerdings nicht klar, wer ihn informiert hat, aber ich denke mal, das finden wir wahrscheinlich nie so ganz raus. Das ist wie mit Pierre seinem Telefon. Dann wurde mir eben halt dort diese Arbeit angeboten. Ich wusste nicht, um was es ging. Ich sollte als Student eingetragen werden in London, sollte mit meinen Kindern umziehen aus dem Nordosten. Ich würde also in einer Studentenkommune leben mit meinen 5 Kindern, aber eine ganz andere Tätigkeit machen und eben halt kein Student sein. Der knackende Punkt kam, dass der Rabbi zu mir sagte, er würde ganz gerne meinen deutschen Reisepass haben, den ich ja immer noch hatte. Den britischen Pass kann ich behalten und er würde mir einen israelischen besorgen. Was für eine Art Rabbi das ist, weiß ich nicht, aber anscheinend hat er ja einen sehr guten Draht, soll man sagen, zur Passstelle. Ne? Dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Ich verstand also überhaupt nicht, warum ich denn für eine Tätigkeit, die ich in England mache, jetzt auch noch einen israelischen Pass brauche. Ich habe das dann immer wieder dankend abgelehnt. Der Rabbi hat mich dann großartig beschenkt, hat mir dann zum Beispiel ein Handy gegeben mit 150 Pfund Kredit drauf und ich sollte das doch benutzen und er wäre doch für mich da und die Telefonnummern, die da drin eingetragen sind, die Leute sind auch alle für uns da, vor allen Dingen für die Mädchen, ja. Er hat mich dann eingeladen in die Synagoge. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich nicht jüdisch-religiös bin. Zu meinem großen Erstaunen sagte der Rabbi, dass er das auch nicht sei. Aber man braucht ja einen Platz, an dem man sich treffen kann. Es war ein Reformter-Rabbi. Das ist dann wohl also eine sehr, soll man sagen, sehr reformte Art und Weise. Geistliche können ja auch frei reisen, so zum Beispiel. Ja, nachdem ich das alles nicht angenommen habe und mich dagegen gewehrt habe, kam dann plötzlich 4 Tage nachdem das alles gewesen ist, Leute vom Homeoffice bei mir vorbei und da mein Englisch wirklich nicht perfekt war, habe ich gedacht, dass es Leute von der Häuserbehörde waren. Es waren aber keine Leute von der Häuserbehörde. Und die sind dann in meine Wohnung gegangen, haben sich alles angeguckt, haben die Schränke auseinandergenommen, haben auch mal in den Kühlschrank geguckt und wollten sie meinen Pass nehmen. Und dann habe ich ihnen meinen Pass gezeigt, den britischen Pass natürlich. Dann haben sie sich gewundert, warum sie überhaupt da wären oder wer sie überhaupt dorthin geschickt hat, dann sind sie wieder gegangen, waren freundlich und ich habe mir dann auch ihre Ausweise zeigen lassen und erfuhr, dass sie also mehr als 200 Kilometer angereist kamen, nur um mein Haus zu inspizieren. Das war dann aber noch nicht alles, weil kurze Zeit darauf
kam dann auf einmal das sogenannte Jugendamt in England, das nennt man den Children's Social Services. Das ist also sowas wie der deutsche Kinderdienst. Und da stand dann eine Frau in der Tür und sie meinte, sie müsste meine Kinder interviewen oder sich mit meinen Kindern unterhalten. Und da ich nichts zu verstecken habe und gedacht habe, dass das wirklich so ist, habe ich die Frau sich mit meinen Kindern unterhalten lassen. Aber sie hat gesagt, sie könnte sich nur mit meinen Kindern ohne mich unterhalten, und zwar eine ganze Stunde. Ich habe dann den nächsten Tag in der Schule nachgefragt, ob das normal ist, und da wusste man nichts von solchen Methoden. Naja, wenn man neu im Land ist, dann weiß man das auch nicht. Und wenn man nichts zu verbergen hat, ist man ja eigentlich immer offen. Dann kam aber am nächsten Tag oder in den Tagen darauf kamen zwei Frauen wieder, und zu meinem Erstaunen sprach die eine genauso wie die erste auch sehr gut Deutsch und konnte sich also mit den Kindern unterhalten. Dieses Gespräch dauerte dann 3 Stunden mit meinen Kindern, ich durfte auch nicht dabei sein. Ich habe dann an diesem Abend das erste Mal meine Kinder gefragt, um was es denn ging. Und die Fragen waren, die so wichtig waren, dass man sich 3 Stunden mit meinen Kindern darüber unterhalten müsste, war, ob sie Disneyland kennen und ob sie das auch mögen, ob sie Würstchen mögen und wenn ja, welche essen sie denn gerne? Und ob sie am Wochenende eventuell auch noch in andere Schulen gehen würden. Ob die Mädchen gerne ins Schwimmbad gehen. Was ihre Lieblingsfilme wären und von was sie denn Fans wären. Ich konnte irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, was das für Fragen sein sollen, die jetzt relevant sind, um festzustellen, ob es diesen Kindern gut geht. Was diese Fragen bewirken sollten, ist eigentlich fraglich, aber ich denke mal, es ging darum, rauszufinden, was für Würstchen meine Kinder essen, ob es Rindfleisch oder Schweinefleisch ist. Und meine Kinder haben dann geantwortet, zum Beispiel, dass sie gerne Geflügel essen und Lamm. Das wurde alles akribisch in Berichten aufgeführt. Da haben die also 2, 3 Seiten nur über Würstchen geschrieben, ja, was das denn sein könnte. Dann kam, dass meine Kinder gesagt haben, ja, Disneyland kennen sie nicht. Und dann wurde da drauf geschrieben, die Mutter hat die Kinder gegen Disney erzogen. Also solch eine Erziehung genießen die Kinder, das Kind schädigend. Immer so nebenbei. Dann habe ich nochmal in der Schule nachgefragt, hat man mir gesagt, ich sollte mir doch einen Rechtsanwalt besorgen, das hört sich gar nicht gut an. Und das sagt mir die Schulleitung einer englischen staatlichen Schule. Ich denke mal, dass da drüben schon sehr viele Menschen misstrauisch sind gegenüber dem, was da passiert. Es gibt ja sehr viele Brüder und Schwestern in Deutschland, die sagen, England ist ein wunderbares Land für Muslime. Ja, aber da gibt es doch auch noch sehr viele versteckte Sachen. Ach ja, übrigens, in England kann ja eine Polizistin ein Kopftuch tragen. Jetzt nur mal so für die Deutschen hier, dass sie das wissen. Ne? Also da ist das im Polizeidienst erlaubt. Ja, dann kam ein Brief, dass man meine Steuernummer eingezogen hatte. Das bedeutet, ich bekam kein Kindergeld mehr, ich bekam kein Wohngeld mehr, ich bekam keinen Unterschied, es gab uns gar nicht mehr. Weil diese Steuernummer, das nennt sich National Insurance Number, das ist also die Nummer, wo du eigentlich dann deine Berechtigung hast, in England leben zu können. Die ist fast wichtiger als dein Pass. Das wurde dann auch eingezogen. Somit hatten wir überhaupt gar keinen Spielraum mehr. Ich konnte nicht nach einer Arbeit nachfragen, ich durfte mich nirgendwo bewerben. Meinen Kindern wurde das Schulgeld gestrichen. Naja, alles was dazugehört. Man verschwindet aus dem System sozusagen, man muss sich selbst durchkämpfen. Ich bekam dann 80 Pfund. Und zwar wurde ich wöchentlich. Ich wurde dann eingetragen, obwohl ich einen britischen Pass habe und aus Deutschland stamme, also doppelte Nationalität und noch Anrecht auf eine andere Nationalität auch habe, die ich aber aufgrund meiner Überzeugung nicht wahrnehmen werde, bekamen wir 80 Pfund die Woche, das sind ungefähr so 110 Euro die Woche für mich und die 5 Kinder. Es kam dann dazu, dass ich also dieses Geld nicht in meine Hand bekam, sondern dann fuhr eine Frau mit mir einkaufen, nicht von der Sozialbehörde, und ich wurde als Asylant und als Flüchtling eingestuft von Deutschland nach England innerhalb der EU. Und das Geld habe ich wahrscheinlich nicht in die Hand bekommen, weil man gedacht hat, ich schicke das zu meinen armen Verwandten nach Deutschland. Ich weiß nicht, wie ich es interpretieren soll, aber nicht ja ferner.
Natürlich wusste man dadurch auch, was wir einkaufen, wie viel wir haben, wovon wir leben und wie wir unser Leben gestalten. Ich habe mir dann einen Anwalt genommen und mit Hilfe meiner Tante, die in den Niederlanden lebt, konnte ich diesen Anwalt finanzieren und bekam meine National Insurance Number zurück nach vielen Wochen. Als ich das durchgeboxt hatte, hatte ich natürlich Anrecht auf eine Rückzahlung und so weiter. Das hat sich enorm verspätet, bis zu dem Tag, wo wir flüchten mussten. Das ist eigentlich verspätet worden, das ist nie ausgezahlt worden. Am 11.05.2006 schliefen dann meine drei jüngeren Kinder und meine zwei älteren Kinder machten ihre Hausaufgaben, meine Töchter eben halt. Und da die Hintertür defekt war, musste ich vorne rausgehen, um den Pott einmal rumlaufen und den Müll wegbringen. Das Ganze hat zwischen 3 und 5 Minuten gedauert. Als ich zurückkam, war bereits die Polizei und das Jugendamt in meiner Wohnung und es hieß, ich hätte meine Kinder alleine gelassen. Von nun an müssten die Kinder auf einem Kindersicherheitsregister geführt werden, Child Protection Register, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und wenn sowas in England ins Laufen kommt, dann bedeutet das, dass man kein Anrecht mehr auf ein Privatleben hat. Ich bin heute davon überzeugt, dass diese Leute vor meinem Haus gewartet haben und gewartet haben, bis ich das Haus verlasse, den Müll rausbringe, um dann einzubrechen. Also die Tür wurde aufgebrochen, die Kinder waren verschreckt, die Kinder haben geschrien, geweint. Alles Mögliche, was mit Kindern passiert, wenn uniformierte Polizisten in eine Wohnung kommen, ohne dass die Mutter da ist. Was dann passierte, war, dass man ja die Sicherheit dieser Kinder überprüfen musste. Das führte dazu, dass meine Kinder zu sämtlichen Ärzten, Psychologen, zu allen möglichen geschleppt wurden. Und sie wurden eben halt immer wieder untersucht, auch wenn man nichts gefunden hatte. Es kamen dann Anschuldigungen der Familie aus Deutschland. Ich würde meine Kinder schlagen, ich würde sie verwahrlosen lassen, ich würde sie hungern lassen. Ich würde sie schulisch nicht genug unterrichten. Das wurde dann alles durchgeführt. Insgesamt sind meine Kinder 131 Stunden Einzelinterview unterzogen worden. Und ich konnte niemals mit dabei sein. Meine Kinder sind also enorm, sind die Mädchen dadurch belastet worden. Auch bei den Arztbesuchen durfte ich nicht mehr mit dabei sein. Ich durfte nicht mehr alleine mit meinen Kindern zum Arzt gehen. Ich durfte keine Unterschriften mehr leisten in der Schule. Das fand alles ohne Gerichtsbeschluss statt. Das ist ja schon mal in Deutschland, möchte man denken, ein Ding der Unmöglichkeit. Ich musste diese Leute rein und rauslassen in mein Haus, wann immer sie wollten. Das waren also 24 Stunden am Tag, wo ich sie rein und rauslassen musste. Das passierte manchmal bis zu 3-mal täglich, dass diese Leute kamen, auch abends um 9 Uhr oder um 10 Uhr, selbst wenn meine Kinder im Bett waren. Ich wurde dann immer bedroht, wenn ich die Leute nicht reinlasse, um zu überprüfen, ob es meinen Kindern gut geht, dass man mir die Kinder den nächsten Tag mit der Polizei entziehen würde. Nun war es aber so, dass sämtliche Befunde von den Ärzten negativ waren. Die Kinder waren laut der Ärzte noch geschlagen, noch waren sie verhungert, noch waren sie verwahrlost, noch sonst was. Man fand also nichts mehr und inzwischen hatte ich Arbeit gefunden. Denn ich musste mich ja und die Kinder finanzieren in einer Moschee in England und ich habe dort als Übersetzerin gearbeitet. Prompt kam die Auflage vom Gericht. Ich durfte das Land nicht mehr verlassen, dann durfte ich die Region nicht mehr verlassen und zum Schluss auch nicht mehr die Stadt, in der ich lebte. Und die war wirklich nicht groß. Selbst mein Anwalt war ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Ich musste das dann immer erst anfragen, ob ich zu meinem Anwalt fahren darf. Dann kam die Auflage, dass zur Sicherheit meiner Kinder die ganze Post überprüft werden musste. Das bedeutet nicht nur die Post, die meinen Kindern geschickt wurde, sondern die auch mir geschickt wurde, private Post, zur Sicherheit der Kinder. Es wurde also alles gefilzt, selbst was ich mit meinem Anwalt schrieb. Es gab also keine Privatsphäre mehr. Und da diese Ärzte nichts gefunden hatten an meinen Kindern, was eben halt negativ ausgelegt werden konnte, suchte man neue Ärzte. Dann wurden meine Kinder neu untersucht, dann wurden die Mädchen neu untersucht. Und ich kann dazu sagen, das kann für Mädchen sehr unangenehm werden. Und ich hatte keinerlei Möglichkeit, dagegen einschreiten zu können. Da wurden Zeugenaussagen über uns verfasst, von Leuten, die ich noch nie kennengelernt hatte, die mich weder kannten, noch meine Kinder kannten. Wir wurden beschrieben als Leute, die anders aussehen, Leute, die anders gekleidet sind, die keinen großen Kontakt zu den Nachbarn haben. Das schien alles kindschädigend zu sein.
Außerdem bekamen wir immer wieder einen neuen Sozialarbeiter, alle 6 bis 8 Wochen. So konnte ich nie irgendwas nachweisen. Ja, dann bekam ich eine Anzeige, dass ich meine Kinder emotionell missbrauche. Der emotionelle Missbrauch ergab sich daraus, dass eins meiner Kinder nach 131 Stunden Interview wöchentlich, monatlich immer wieder durchgeführt, irgendwann sagte, also diese Sozialarbeiter, die sind blöd. Und das sagte man, das hat die Mutter den Kindern eingetrichtert. Die Mutter ist gefährlich, deswegen müssen wir die Kinder wegnehmen. Dagegen habe ich mich gewehrt und in der zweiten Instanz dann zum Glück noch gewonnen. Aber das wurde dann alles etwas anders. Dann forderte man die Büchereikarten meiner Kinder an, um zu gucken, für was sich denn diese Kinder interessieren, was sie dann im Internet sich ansehen. Dann wollte man gerne meinen Hausschlüssel haben, damit, falls mal etwas ist, zur Sicherheit der Kinder, man rein und raus gehen könnte, um zu helfen. Dann erließ man ein Kontaktverbot für meine Tante aus den Niederlanden zu mir. Die Frau ist Mitte 60er Jahre, ist eine Therapeutin und die arbeitet halt gerne im Garten, das was Omis gerne machen. Aber weil sie mich unterstützt hat, auch finanziell und eine moralische Unterstützung auch war, hat man das eben halt gestoppt. Okay. Man sagte dann, dass diese Frau, die Mitte 60 ist, eben halt sehr gefährlich ist und darf auch keinen Kontakt mehr zu diesen Kindern haben. Meine Tante hat dann aus den Niederlanden nach England ein Einreiseverbot gehabt und ein Telefonverbot. Daran mussten wir uns auch halten. Sonst hätte man mir nämlich die Kinder wieder weggenommen. Dann hatte ich ein Foto von meiner Tochter auf einem Kaminsims stehen. Darauf ist meine Tochter 18 Monate alt und sie hat eine Windel an und sie hat ein Hütchen auf und sie sitzt im Sandkasten. Das ist eigentlich ein Foto von einem Baby. Dann kam die Sozialarbeiterin rein, dann hat sie gesagt, das ist Pornografie. Von dem Tag an hatte ich also eine Anzeige wegen Pornografie. Ich musste mich in der Polizei einfinden. Und nun kann jeder, der hier steht, der Mutter oder Vater ist, oder Großmutter oder Tante oder Onkel nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man für seine eigenen Kinder zur Polizei gerufen wird und man bekommt eine Anzeige wegen Pornografie. Das führte dazu, dass man meinen Laptop mitnehmen konnte, meine DVDs, mein Handy, alles was ich hatte. Ich hatte dann eine Hausdurchsuchung. Kurze Zeit darauf wurde ich in die Polizei geladen. Man hat gesagt, man lässt die Anzeige wegen Pornografie fallen. Aber jetzt hatte ich eine Anzeige wegen islamistischen Gedankengut, was ich, also Hetze, ich muss das jetzt aus dem Englischen übersetzen, ich würde islamistische Hetze in England betreiben. Sie hatten eine DVD von Abdurrahim Green gefunden, wo er sich etwas anders geäußert hat, als er das heutzutage tut. Und daraufhin bekam ich eben halt diese eine Anzeige. Natürlich habe ich auch für Rechtsanwälte in England gearbeitet. Ich habe für Rechtsanwälte übersetzt, die sich um die Guantanamo-Flüchtlinge kümmern und darum kümmern, dass diese Leute irgendwann mal wieder freikommen. Ich habe für die Islamic Human Rights Commission gearbeitet. Das sind islamische Menschenrechtsorganisationen, Muslim Aid und so weiter. Das hat ihnen auch nicht so gut geschmeckt. Natürlich war dann die Sache mit der Pornografie das Beste, um an dieses Material heranzukommen. Dann wurden Schulberichte über meine Kinder geschrieben. In diesen Schulberichten wurde geschrieben, dass meine Töchter sich hauptsächlich nur mit Kindern assoziieren, die dunkle Hautfarbe haben, aus dem pakistanischen Bereich kommen und aus dem Bangladeschi-Bereich kommen. Meine Kinder wurden in diesen Berichten beschrieben, ich muss jetzt das doch ein bisschen deutlich, wurden sie beschrieben als weiße, europäische, jüdische Kinder mit blauen Augen. Ich habe noch nie so einen Bericht in Deutschland gesehen, ich glaube, es wird auch einen Haufen Aufruhr geben. Aber da sagt man, da ist es eben halt wichtig, um die Integration der Kinder richtig durchführen zu können. Es war halt schädlich, dass sich meine Kinder laut Jugendamtsberichten nur mit Bangladeschi-Kindern und pakistanischen Kindern zusammentun. Natürlich durch den Einfluss der Mutter. Das wurde mir dann auch wieder so ausgelegt.
Dann wurde ich zahlreich verhaftet. Immer mal wieder, wenn ich meine Kinder gerade in die Schule gebracht hatte, hielt eine zivile Streife neben mir an. Also ziviles Polizeiauto, zivile Streife, das ist nicht. Hielt dann an und nahm mich mit. Dann wurde ich verhört. Dann wurde mir, waren schon bereits angefertigte Protokolle da, womit ich Leute, ich brauchte also nur noch zu unterschreiben, ich sollte doch an meine Kinder denken, sollte mit ihnen kooperieren. Und hätte ich diese Sachen eben halt unterschrieben, ich glaube, dann wäre es für einige Leute, auch vor allen Dingen für muslimische Brüder, die im In- und Ausland leben, sehr schlecht gewesen. Und ich denke, sie hätten einen Haufen Druck bekommen, den sie eh schon haben, deswegen habe ich das nicht getan. Obwohl ich dazu sagen muss, dass es sehr verführerisch ist, wenn man als Mutter angeboten bekommt, diese Sachen zu unterschreiben, und dann lässt man die eigenen Kinder dafür in Ruhe. Ich habe das aber nicht getan. Und dann war es soweit, dann hat also ein Richter den National Control Order für mich aufgerufen. Und der National Control Order in England, den gibt es ausschließlich für Muslime. Und zwar für religiöse Muslime, die unterscheiden da auch noch. In England ist anscheinend Muslim mehr eine Nationalität als eine Religion geworden, was ich für sehr gefährlich halte. Das bedeutet, man bekommt so eine Fessel an den Fuß und irgendwie gibt es dann so ein Signal, dass die Polizei immer weiß, wo man ist. Naja, das war so kurz vor Ende meiner Flucht natürlich. Ich habe die Fessel nicht gekriegt, also habe ich nicht gemacht. Von meinen Kindern verschwanden dann sämtliche Dokumente in der Schule aus dem Schulbereich Religion und Politik. Das wurde dann eingesammelt. Und weil mir das einfach zu bunt wurde, habe ich mich dann irgendwann an die deutsche Botschaft in London gewandt. Wohl wissend, dass wenn ich mich außerhalb der Stadt befinde, ich damit rechnen muss, dass die Polizei kommt, mich stoppt und meine Kinder der Sozialbehörde übergibt. Weil damit würde ich ja einen Order brechen, also einen Beschluss vom Gericht, dass ich mich aus der Stadt entfernt habe. Übrigens hat dann die Polizei oder welche Behörde das auch immer in England war, mir damals Dokumente vorgelegt, ich wäre in der und der Moschee gewesen, ich würde die und die Leute kennen, ich wäre an den und den Orten gewesen, ja, teilweise stimmt das. Ich war ja auch als Übersetzer tätig, aber in einigen Fällen stimmt das wirklich überhaupt nicht. Und das hat man dann der Sozialbehörde auch übergeben und dann hat man gesagt, die Frau hat die Gerichtsauflagen gebrochen, wir dürfen ihr die Kinder wegnehmen. Ja. Ich habe mich dann an die deutsche Botschaft gewandt und die deutsche Botschaft sagte mir, sie können nicht großartig helfen, das ist eine Konsularangelegenheit. Das Konsulat liegt 700 Kilometer in einer anderen Richtung, nämlich in Schottland, in Edinburgh. Ich habe dann ein Telefonat mit Edinburgh geführt und habe um Hilfe gebeten, habe mich dort mit einem Herrn Braun unterhalten, sozusagen Rechtsbeistand für deutsche Leute in England. Und habe dann auch einen Termin mit ihm ausgehandelt. Und nicht eine Stunde nach diesem Telefonat stand dann der britische Kinderdienst in meiner Tür. Woher sie es wussten, weiß ich nicht, aber anscheinend haben sie auch einen guten Draht zu meinem Telefon gehabt. Sie sagten dann, ob ich vorhätte zu verreisen, dann müssten sie mir die Kinder wegnehmen. Somit wurde mir als deutscher Staatsbürger in Großbritannien verweigert, das deutsche Konsulat zu besuchen. Nämlich der Fall, wenn man sich auf dem Konsulatsgelände befindet, dann hat man Immunität und niemand kann mehr an einen heran. Allerdings sagte mir der Mann im Konsulat, dass es schwierig für ihn ist, weil ich eine doppelte Staatsbürgerschaft habe. Solange ich auf britischem Boden bin, bin ich also ausgeliefert. Aber er hätte mir gerne nochmal deutsche Pässe ausgestellt und dafür gesorgt, dass ich mit meinen Kindern wieder nach Deutschland zurückreisen kann. Anscheinend war er doch ein bisschen im Bilde über die Problematik. Naja, dann kamen eben halt nochmal diese Jugendamtleute raus und sagten dann vor den Augen und Ohren meiner Kinder zu mir, dass falls ich versuchen würde, aus der Stadt rauszugehen, dass sie mir die Kinder sofort wegnehmen würden. Das ist natürlich kein emotioneller Missbrauch, meine Kinder fingen an zu schreien und krallten sich an mir fest. Aber ich hatte ja keine Zeugen, also konnte man ja machen, was man will.
Dann verstärkte sich auch nochmal die Methode, da man sozial nichts gefunden hatte, meine Kinder in Ordnung waren, verstärkte sich der politische Druck nochmal, ich würde sagen der religiös-politische Druck. Und ich bekam Hausdurchsuchungen, auch nachts um 2:45. Da liefen dann die Beamten rein ins Haus und sie suchten einen angeblichen illegalen Immigranten, also einen illegalen Einwanderer. Naja, der hieß dann anscheinend Hamza Yusuf oder Yusuf Hamza. Ich hatte mal von einem gehört, der so hieß, aber ich bin mir sehr sicher, der war nie bei mir zu Hause. Und den konnte man auch bei mir nicht finden. Anstattdessen hat man also meinen Gebetsteppich mitgenommen und auf dem Gebetsteppich von mir hat man das Haar dann gefunden von einem, ich würde sagen, von einem Mann, der mal mit Islam in Kontakt gewesen war. Und dieser Mann wurde jetzt gesucht und der, naja, das Haar war auf meinem Gebetsteppich und ich muss also Kontakt mit ihm haben. Das bedeutet, die Kinder sind in Gefahr, da ist Terrorismus im Spiel, man muss die Kinder mir wegnehmen und so weiter. Nachdem man die Tonbandgeräte auf der Polizeistation abgestellt hat, hat man dann zu mir gesagt, wenn sie nicht kooperieren, we will make life for you impossible. Das heißt, sie werden also dafür sorgen, dass man mir das Leben, dass ich keine Möglichkeit mehr zum Leben haben werde. Zumindest zu keinem normalen Leben. Und bis heute hat es England geschafft, denn ich habe meine 5 Kinder seit 8 Monaten nicht mehr wiedergesehen. Ich möchte dazu noch bemerken, dass alle Personen, die in den Gerichtsverfahren da waren, alle Personen, die in den Polizeiverfahren da waren, alle Leute von der Sozialbehörde ein und derselben Kommunität angehören, die nicht christlich ist, sondern in die Kommunität des Rabbis gehören, des Rabbis, der bei mir an der Tür stand. Und somit sind da Kontakte geknüpft worden, gegen die ich alleine überhaupt nicht mehr ankam. Zum Beispiel auf der Polizei, der Justiz, Jugendamt, das waren alles Leute, die in die Kommunität von Dr. Robert Asch gehören. Und derjenige, der dann die Sozialberichte mit unterschrieben hat und verfasst hat über uns, ist eben halt ein Mann, den ich auch überhaupt nicht kannte, das ist Sir Jeremy Beecham, und der gehört auch in die Kommunität dieses hilfreichen Rabbis. Und er hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Sozialdienst zu tun, er sitzt nämlich im Parlament in London. Immer so zur Information, im Parlament in London, das hört sich alles sehr demokratisch an, aber da verändern sich nicht so viele Sachen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine große Sparte, das nennt sich Friends of Israel. Und ja, die haben da ihre eigene Partei in einer englischen Partei. Und es gibt zwar auch muslimische MPs, Members of Parliament, aber die kommen lange nicht an die Zahlen und Nummern heran, die auch von der anderen Seite vorhanden sind. Ich mache jetzt keine Hetze, sondern ich zähle einfach mal die Fakten auf. Dann hat man einen Psychologen, weil man bei meinen Kindern nicht zitten konnte, einen Psychologen aus London bestellt, der auch in die Kommunität von diesem Dr. Robert Asch gehört, nämlich einen Dr. Mark Orlin Berlowitz aus London, der dann kam, meine Kinder interviewt hat. Ich spreche es jetzt einfach mal aus, der gehört auch zur jüdischen Kommunität, wie all die anderen Leute. Der hat dann bescheinigt, dass ich verrückt bin, dass meine Kinder verrückt sind. Und das ist eine ganz große Gefahr für meine Kinder, denn ich bringe wahrscheinlich meine eigenen Kinder um. Und man besteht akuter Handlungsbedarf. Da steht dann auch drin, dass ich psychisch krank bin und ich sollte Medikamente bekommen und sonst was. Ja, okay. Ich bin gerade angehalten worden. Und wenn das in England eben halt kein Gerichtsschluss so ist, dass da eine Zwangsmedikation angeordnet ist, das bedeutet, die hätten mich ins Irrenhaus gesteckt und die Kinder weggeschafft und da wäre ich dann wieder rausgekommen. Dann kam also noch der Richter, der den entscheidenden Beschluss dafür gegeben hat. Dieser Richter kam auch nochmal 350 Kilometer weiter weg, der wurde auch eingeschleust, der gehört auch zur Kommunität von Dr. Robert Asch, also auch nochmal aus einer jüdischen Kommunität, der hat das dann alles abgesegnet. Das hat schon alles seine Richtigkeit, David Rosen heißt der. Und da ist überhaupt eigentlich gar kein Richter in der Stadt, wo ich gelebt habe. Aber ne, manchmal so über Beziehungen kann man ja Sachen nicht möglich machen. Ja,
Ja, und dann brach eben halt die Hetze aus. Also mein Mann hat man, mein Ex-Mann kann man sagen, von dem ich ja seit 2003 getrennt lebe, der eben halt auch in diese Kommunität gehört, der vorwiegend, sagen wir mal, nach Israel reist und manchmal auch für Israel reist, dem hat man dann alles in England bezahlt. Dem hat man den Anwalt bezahlt, dem hat man das Hotel bezahlt, dem hat man das Flugzeug bezahlt, dem hat man alles bezahlt und dem gab man recht. Meine Kinder hatten diesen Mann 5, 6 Jahre nicht gesehen und auch vorher nicht. Und er war aktenkundig in Deutschland, dass er ziemlich großes Desinteresse hat, dass ich ihn auch für schlecht für einen Vater halte. Aber in diesem Fall war ich da vielleicht ganz zufrieden mit. Der bekam dann auf einmal recht. Und dann am 17.05. war es dann soweit, am 17.05.2008 kam ich morgens einen Anruf von meiner Kommunität, der ich angehöre, die sich nämlich auch schlau gemacht hatte und die versucht haben herauszufinden, ob sie uns helfen könnten. Die haben mir dann samstagsmorgens den Anruf geben können, dass ich jetzt fluchtartig das Haus verlassen sollte. Die Leute sind so gut wie vor der Tür. Es geht darum, mir jetzt die Kinder wegzunehmen. Inzwischen wurden israelische Pässe für meine 5 Kinder ausgestellt, ohne meine Unterschrift hier in Deutschland, in Berlin, auf der israelischen Botschaft. Da hatte der Vater anscheinend einen guten langen Arm hin, da war die auch, weiß nicht. Obwohl der Vater überhaupt gar kein Sorgerecht hat, aber sowas interessiert die israelischen Behörden überhaupt nicht. Es steht natürlich außer Frage, dass wenn meine Kinder in diesem Land irgendwann ankommen, dass ich sie überhaupt nicht mehr wiedersehe, weil ich mittlerweile davon ausgehe, dass ich Einreiseschwierigkeiten haben könnte. Ich habe dann nichts anderes machen können, als am 17.05.2008 mit meinen Kindern das Haus zu verlassen. Ich hab so ein bisschen den englischen Überwachungsapparat kennengelernt. Da ist ja da drüben sehr ausgeprägt mit Kameras und so weiter. Ich habe dann mein Handy auseinandergebaut, habe ich mit meinen Kindern in Zuge gepackt, bin dann nach London gefahren, 400 Kilometer weiter weg. Musste dann versuchen, vor den Kameras zu flüchten, hatte wenig Geld, wurde von Brüdern unterstützt, die ich natürlich nicht namentlich nennen werde. Aber man hat uns dann kurze Zeit versteckt. Kurze Zeit danach habe ich gehört, dass diese Brüder verhaftet worden waren und unsere Essensrationen wurden nicht mehr geliefert. Wir waren nämlich in der Wohnung und wir warteten immer darauf, dass uns Essen geliefert wird. Diese Brüder sind dann verhaftet worden. Ich habe nichts mehr gehört von ihnen. Ich weiß nicht, ob sie entlassen worden sind. Ich gehe mal davon aus. Ich hoffe das. Ich bin dann mit meinen Kindern aus dieser Wohnung geflüchtet, als ich merkte, dass niemand mehr wiederkam. Ich wusste dann, dass was passiert sein muss. Ich bin dann mit meinen Kindern in besetzte Häuser gegangen in London, in der linken Szene, wo ich so denke, dass die islamische Gemeinschaft Deutschland sowohl als auch in Europa mehr Kontakt zu aufbauen muss. Ich bin dort versteckt worden von Leuten, die selbst eigentlich auch nichts haben. Wir sind dann durch einen Teil der englischen Kanalisation geflüchtet. Wir haben dann ein Auto organisiert, wir sind dann in die Wälder Englands geflüchtet, zwischen Bristol und Wales. Da lebten Menschen, die haben sich also selbst versorgt, selbst ernährt, irgendwo im Wald, wirklich nicht mehr drumherum. Und ich habe mich dort in der Landwirtschaft eingebracht, habe somit Essen für meine Kinder gehabt und ein Haus gehabt, wo wir bleiben konnten bis zu dem Tag, wo ein Reporter, mit dem ich Kontakt vorher hatte, in England verhaftet worden ist, aufgrund meiner Sache. Er kam also nicht mehr dazu, es drucken zu können, es in die Presse zu bringen. Er ist dann also verhaftet worden. Man hat ihm seinen Laptop weggenommen. Man hat ihn gestoppt auf der Autobahn mit zahlreichen Polizisten, mit seiner Frau und allem Möglichen. Und erst nachdem die Frau also seine Angst bekommen hat, hat sie also gesagt, dass wir uns in dem Wald dort befinden, sind sie dann mit der Polizei gekommen. Je nachdem, was auch immer die andere Seite geplant hat, Allah plant auch. Und somit waren im Wald genügend Verstecke, wo ich mich mit meinen Kindern verstecken konnte. Und selbst mit einer riesengroßen Suchmannschaft haben sie uns nicht erwischt. Wir konnten also rechtzeitig noch flüchten. Wir sind dann also mit Helikoptern gekommen, mit Suchtrupps. Wir haben uns dann in einem Turm versteckt, aus dem Mittelalter, und die haben 1,5 Meter lange Mauern. Und da hilft ihnen halt auch eine Suchkamera nichts mehr. Wir konnten richtig den Luftzug vom Helikopter über dem Turm fühlen, in dem wir waren, aber sie sind nicht gelandet, sie sind nicht reingekommen, haben es nicht erwischt. Wir sind dann nachts weitergelaufen und wir haben dann Hilfe bekommen von der Kommune, lebten nochmal 3 Monate in England versteckt. Wir waren inzwischen überall in den Medien, überall in der Presse. Ich bin dargestellt worden als eine potenzielle Kindsmörderin.
mit muslimisch-terroristischem Hintergrund. Man hat angebliche Burka-Fotos von mir veröffentlicht. Ich habe nie so ein Ding getragen. Ja, man weiß schon, wer da drunter steckt. Dann hat man Bilder veröffentlicht von verschiedenen Bahnhöfen etc., wo wir waren, wo die Kinder auch drauf waren. Also auch die Fotos der Kinder wurden veröffentlicht, die Namen wurden veröffentlicht. Allerdings wurde an den Namen ein bisschen hin und her gedreht und an den Geburtsdaten auch. Und dann war es dann irgendwann soweit mit der Hilfe von muslimischen Brüdern, die von unserer Sache wussten. Und es gab auch Brüder darunter, die schon geglaubt haben, dass es uns gar nicht mehr geben würde. Es ist dann organisiert worden, dass wir per Schiff aus England rausflüchten konnten. Wir sind dann mit den Kindern, Night of Power, 60 Mal auf Englisch, sind wir von England nach Frankreich geflüchtet, die 5 Kinder und ich, und sind dann nach Deutschland gebracht worden, sind dort selbst nach Deutschland gekommen. Inzwischen wurden wir von europaweit gesucht. Die Kindsmörderin wurde europaweit gesucht. Überall wurden natürlich nur die Bilder von ihr abgedruckt, mit Kopftuch, mit allen möglichen. Und ja, die Presse arbeitet da eben halt auf der anderen Seite mit. Ich bin sowieso überzeugt, dass die Presse in der Hand der anderen Seite im Moment noch ist. Wir sind dann eben halt nach Deutschland gekommen, sind hier untergebracht worden, haben uns dann mit Brüdern beraten, die Juristen sind aus der muslimischen Gemeinschaft, und die haben uns dann gesagt, dass ich in Deutschland keine Chance haben werde, denn Deutschland hat ein Rechtshilfeabkommen mit Großbritannien und somit werden die Gerichtsurteile, die in Großbritannien gefällt werden, auch in Deutschland vollzogen werden. So kam es dann dazu, dass ich als Deutsche in Deutschland mir einen verkehrten Pass besorgen musste. Ich konnte also hier mit meinen Kindern als Deutsche in Deutschland nicht leben und ich konnte auch nicht auf Gerechtigkeit hoffen. Dann hat man mir eben halt andere Papiere besorgt und es ging darum, mich in einem Drittland unterzubringen, mich und die 5 Kinder. Das war natürlich sehr schwer, weil mittlerweile in der Presse bekannt war, dass die britischen Behörden auf dem europäischen Festland händeringend nach uns suchten, um den Tod der Mädchen zu verhindern. Naja, ich war da auch mit beschäftigt, aber dann bin ich eben halt am 22. November 2008 in München verhaftet worden, als Deutsche mit 5 Kindern auf der Fahrt in ein Drittland. Und bin dann wegen Urkundenfälschung inhaftiert worden. Ich bin mir allerdings im Klaren, dass die deutschen Behörden, als der Bus auf voller Fahrt gestoppt wurde, wussten, dass ich im Bus drin saß. Ich habe seitdem meine Töchter dann nicht mehr gesehen. Die Kinder wurden mir also entrissen. Ich kam in Untersuchungshaft. Großbritannien wollte, dass ich ausgeliefert werde. Das deutsche Außenministerium hat dem nicht stattgegeben, weil ich Deutsch bin, dann doch noch. Und es wurde auch in der Presse verschwiegen, dass man mich hat. Es wurde einfach nur dargestellt, zum Glück sind die Kinder gesund gefunden worden und sie leben noch. So wurde das in die BBC gebracht. Seitdem sind meine Kinder in München untergebracht. Das deutsche Jugendamt übernimmt vollständig die Arbeitsmethoden aus England. Ich habe dann mit meinen Kindern keinen Telefonkontakt haben dürfen, keinen schriftlichen Kontakt, kein gar nichts. Die Kinder sind unter verschärften Sicherheitsbedingungen dort untergebracht. Alle Vorwürfe aus England, dass die Kinder zurückgeblieben sind, dumm sind, was weiß ich, dumm kann man vielleicht nicht sagen, aber zurückgeblieben, anders, haben sich nicht bewahrheitet. Deutsche Psychologen haben sich die Kinder angeguckt, die Kinder sind fit, alles in Ordnung, haben sogar Empfehlungen alle fürs Gymnasium bekommen. Jetzt ist es so, dass das deutsche Jugendamt alles blockiert. Das Waisenhaus, in dem meine Kinder untergebracht worden sind, befürworten den Kontakt zur Mutter, aber das Jugendamt arbeitet mit der anderen Seite zusammen. Bedeutet, ich habe meine Kinder danach 6 Monaten für 20 Minuten sehen dürfen. Jedes Kind einzeln, auf gar keinen Fall zusammen und nur unter Beobachtung. Ich habe am 3. Juni das letzte Mal Kontakt mit ihnen haben dürfen, jeweils auch für 20 Minuten. Jedem einzelnen Mädchen möchte dazu sagen, dass meine Kinder die letzten Jahre im Islam aufgewachsen sind
und es da auch schon bereits feste Planung und Überzeugung meiner Töchter gab, die natürlich hiermit unterbunden worden sind. Natürlich werden die Kinder hier auch zu Sachen angehalten, die überhaupt nicht in ihren Bereich gehören, so wie zur Religionsfreiheit. Es sieht so aus, wie wenn der Rechtsstreit von der anderen Seite gewonnen wird, insofern es überhaupt einen Rechtsstreit gibt, denn es ist ein großer Datenstau da. Wir können Pakete schicken, wir können Briefe schicken, verschleppt oder einzeln erhalten wir manchmal Briefe von ihnen. Ich habe diese Briefe dabei, aber ich habe verstanden, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Sonst hätte ich das jetzt mal vorgetragen, wie diese Briefe sich der Kinder anhören, aber ich kann es im Einzelnen machen. Ja? Ja? Achso, das habe ich verstanden. Der erste Brief, den meine Kinder, man hat meine Kinder auch monatelang nicht darüber informiert, dass Mama nicht mehr im Gefängnis ist. Immer so nebenbei. Ich möchte dazu sagen, dass das Waisenhaus, wo die Kinder untergebracht sind, dass die Mitarbeiter selbst gesagt haben, dass sie nicht mehr verstehen, was überhaupt los ist, dass sie sowas noch nie gesehen haben und dass diese Kinder zu ihrer Mutter gehören. Aber dass das Jugendamt eben halt blockiert, fasziniert ist von den britischen Behörden. Dear Mom, I miss you very much and I hope I will see you again. Hallo Mama, ich vermisse dich sehr und ich hoffe, ich sehe dich eines Tages wieder. We are all sleeping in one room. Wir schlafen alle in einem Zimmer. Das war damals so. Inzwischen hat man die Kinder getrennt. Ich konnte sehr lange nicht schlafen. Ich lese jetzt nicht das Englische vor. Ich übersetze einfach, dauert länger. Wir sind alle am Weinen, meistens nachts. Wir verkriechen uns unter unseren Decken, damit uns niemand hört. Sie setzen uns irgendwelche Psychologen vor, weil sie wollen, dass wir das essen, was sie essen. Manchmal bekomme ich sehr schlecht Luft, aber die Fenster und Türen müssen verschlossen sein. Die Fenster und Türen sind verschlossen, habe ich inzwischen herausgefunden, weil die Kinder unter diesen verschärften Sicherheitsbedingungen leben müssen. Ich weiß nicht, hoffe mal. Inzwischen hat sich das alles ein bisschen gelegt, aber zu diesem Zeitpunkt war das so. Und die Kinder, die den stärksten Willen haben, die hat man am längsten in dieser Sicherheitsgruppe gelassen. Wir würden gerne draußen spielen, aber das geht nicht ohne Aufsicht. Um das Gebäude drumherum ist eine große Mauer und wir wünschen, wir könnten zu dir kommen. Aber das geht nicht, weil immer jemand dort ist. Wir haben einfach keinen Hunger und deswegen setzen wir uns diesen Psychologen vor. Wir fühlen uns schlecht die ganze Zeit, wie wenn wir brechen müssten. Wir wünschten, wir könnten dich sehen. Wir vermissen dich sehr. Wir wünschten, wir könnten die Leute töten, die uns diese Sachen hier antun. Diese Leute glauben uns nicht. Wir hoffen, wir sehen dich irgendwann wieder und wir hoffen, dass die Leute, bei denen du bist, gut mit dir umgehen, wo auch immer du bist. Das hat meine Tochter Naomi geschrieben. Die Kinder haben also immer wieder geäußert, dass sie ihre Mutter sehen wollen und man hat ihm einfach eine Stadt gegeben, viele Monate hin. Jetzt ist es so, dass hinter dem Rücken auf diesem Jugendamt Sachen laufen, dass man die Kinder dem Vater übergeben will, dass die Kinder irgendwo untergebracht werden sollen, in Nordrhein-Westfalen, wirklich in der Pampa, gegen ihren Willen, weil man zwanghaft versucht, den Kontakt zu der anderen Seite der Familie wieder aufzubauen. Und systematisch wird das geblockt, dass ich also keinen Kontakt mit meinen Kindern mehr haben soll. Und als letztes hat man meinen Kindern gesagt, dass sie sowieso nicht wieder zu ihrer Mutter zurückkommen können, dass das alles nicht geht. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die meine Töchter kennen, vor allem drüben in Großbritannien. Es gibt auch sehr viele Leute in Großbritannien, die uns gerne geholfen hätten. Nur bin ich mittlerweile hier in Deutschland. Und deswegen habe ich den Fall einfach vorgetragen. Ich bin mir übrigens sicher, dass wenn ich kein Kopftuch tragen würde, dass meine Kinder schon längst hätte. Ich bin mir auch sicher, dass wenn ich nicht Muslima wäre, dass ich überhaupt nicht in diese Situation hineingekommen wäre. Vielleicht nicht mit dem Familienhintergrund, den ich habe. Schließlich geht es auch noch darum, dass dies hier fünf Mädchen sind und nach der Gesinnung meiner Familienabstammung, wo ich herkomme, sind das fünf Future Mothers,
wenn man das jetzt mal so übersetzen sollte, in dieser Religion, die dazu gehört. Das führt natürlich auch noch dazu. Es geht einfach darum, dass man möglichst Leute mobilisiert, dass man diese Sache in die Öffentlichkeit bringt. Natürlich haben wir immer Angst, diese Sache in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich so furchtbar schlecht dargestellt worden bin im BBC, aber ja, wäre es nicht furchtbar schlecht von den Geschwistern in England dargestellt worden im BBC, du weißt, dass die richtigen Geschwister sind verkehrt dargestellt worden. Und das ist ja auch das, was wir hier in Deutschland vorfinden. Aber dennoch habe ich meine Hoffnung nicht aufgegeben, dass in einem deutschen Rechtsstaat, auch wenn da manchmal Unfälle passieren, dass man doch auf diplomatischen Wege und auf dem gerechten Wege dafür sorgen kann, dass diese fünf Kinder irgendwann freikommen. Und dass da Gerechtigkeit entsteht und dass diese Kinder irgendwann wieder normal mit mir als Mutter zusammenleben können. Ja, ich werde noch was anderes anführen, ganz kurz. Man hat mir damals in England gesagt, falls ich jemals wieder ein Kind bekommen würde, dass man mir dieses Kind wegnehmen müsste, weil ich bin ja psychisch krank. Und falls ich eben halt eine Schwangerschaft aufweist oder so weiter, ich verpflichtet bin, das zu melden, damit man einen Geburtsplan erstellen kann, damit man dieses Kind rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Also ich weiß nicht, aber ich wollte das einfach nur mal so sagen, das sind so die Methoden, die in England passieren. Und dann hinterließ dieses Sozialamt oder Jugendamtsdame hinterließ dann noch so ein paar Blättchen für Sterilisation. Ich denke mal, dass das jetzt schon lange genug gedauert hat und eigentlich wir ja heute hier sind, um auf den Tod oder auf die Art und Weise der Ermordung der Schwester aufmerksam zu machen, die hier im deutschen Gerichtssaal stattgefunden hat. Für mich immer noch fraglich, wie das passieren konnte, wie man überhaupt ein Messer in den Gerichtssaal bekommt, aber Deutschland hat da ja andere Sicherheitsvorkehrungen für bestimmte Leute. Und andere Leute werden ja sehr genau geprüft. Ja, danke erstmal dafür, dass zugehört worden ist und inshallah. Bleib erstmal hier, Schwester, bitte. Entschuldigung. Erstmal, liebe Geschwister im Islam, was ich sagen wollte, falls es einer noch nicht verstanden hat, also die Schwester ist vom jüdischen Glauben zum Islam übergetreten, ja, Alhamdulillah. Und ihr seht, was das für Probleme hier gegeben hat. Und ich glaube, jede Frau kann verstehen, wenn ihr fünf Kinder weggenommen werden, dass das ungefähr dasselbe ist, als wenn man getötet wird. Ja? Und was das für eine Diskriminierung ist, und wir sehen hier, und wir können etwas daran verändern, da bin ich mir ganz sicher. Und ich denke, wir sollten einfach mal beim Jugendamt in München mit dieser Menge stehen und sollten immer fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Ganz einfach. Und ich sage euch noch was, ich weiß nicht, du hast mich glaube ich auch vor zwei Jahren oder so angerufen, oder? Dieses Jahr im Februar? Ah, okay, ich bin ein bisschen durcheinander. Okay, vor ungefähr fünf Monaten hat sie mich angerufen und fing mir an, diese Geschichte zu erzählen. Ich habe am Anfang gedacht, immer, da sind so viele Informationen, da kann man einen Film drüber drehen. Ohne Witz, normalerweise, ja, die Geschichte ist jetzt sehr lang, für manche Leute war es zu lang, man kann da normal einen Film drüber drehen. Wie wäre es mit dem Titel Nicht ohne meine fünf Töchter? Wie wäre es damit? Ja? Weil das ist es nämlich wieder. Hier wird jemand mundtot gemacht und nirgendwo kann es erzählt werden. Deswegen habe ich auch darauf bestanden, dass die Schwester heute hinkommt. Weil im Nachhinein hat sich bestätigt, ja, dass diese Sache eine Realität ist. Realität. Die fünf Kinder sind dort im Kinderheim. Das ist so eine psychische Belastung für die Kinder. Ja, und man gibt sich selber den Titel als sozial oder was auch immer. Und ich sage ganz einfach, ja, das habe ich eben gesagt, egal welche Schwester, wir müssen versuchen, etwas zu tun. Wer nicht den Mund aufmacht, der verliert. Ja, und wir werden dort vor der Tür stehen, inshallah, bald. Inshallah. Und ich hoffe, ihr kommt alle dahin, egal wo ihr seid. Weil das ist das, wie man sich hier bewegen muss. Und nicht, dass man so eingeschüchtert ist. Das wollte ich gesagt haben. Könnt ihr dir sonst noch irgendwie helfen, Schwester? Brauchst du finanzielle Hilfe? Ja, es ist natürlich so, dass die andere Seite finanziell
nicht der Arme. Das ist ja auch bekannt. Und vielleicht durch bestimmte Kontakte sowieso nicht bezahlen drauf. Und wir müssen eben halt Rechtsanwälte bezahlen. Wir haben unter anderem den Rechtsanwalt Herrn Blümlein in München gewählt, ein Familienrichter und Familienrechtsanwalt. Und wir haben Michael Murat-Zerzes genommen aus Köln. Wir sind dabei und versuchen mich auszubürgern, dass ich nicht mehr britischer Staatsangehöriger bin, weil das bringt immer noch Probleme mit sich. Und wir müssen eben halt die Anwaltskosten dafür zahlen, dass wir eben halt vor Gericht gehen können. Ich kriege da keinerlei Hilfe. Ach ja, übrigens, der einzige Brief, der vom Jugendamt gekommen ist, am 30.06., also vor ein paar Tagen, war der Brief. Nicht, dass mir da was über meine Kinder drin berichtet wurde, sondern man hat gefragt, ob ich mich nicht finanziell an den Kosten meiner Kinder beteiligen könnte im Waisenhaus. Das war alles. So. Und jetzt geht es darum, Geld zu sammeln, dass wir den Rechtsanwalt bezahlen können und die Kosten, die Fahrten, die anstehen. Und nächsten Mittwoch um 14.20 Uhr ist in München eine Gerichtsentscheidung für die älteren Kinder. Und wir hoffen, dass wir sie bekommen, aber da kann man eben halt nichts sagen. Und wir werden das dann eben halt wieder weitergehen. Ihr seid hier auch Lehrer und die Schwester hat 1 Milliarde Geschwister hinter sich. Und ich bitte hier jeden, für diese Schwester zu helfen, mir zu helfen, die Anwaltskosten zu bezahlen und so weiter. Und beim nächsten Mal, inshallah, wir werden versuchen, eine Aktion in München zu starten. München, Berlin, Kiel, Wien, egal wo, auf der ganzen Welt, wir kommen dahin und zeigen mit dem Finger auf die Übeltäter. Möge Allah der Schwester helfen. Möge Allah die Diskriminierung der muslimischen Frauen stoppen. Amen. Es wird, nein, nein, nicht hier hinkommen. Es wird jetzt rote Tüten und wir sammeln für die Schwester. Ihr seid hier auch heran. Jetzt etwas anderes. Da ist noch eine Schwester, die eine Geschichte erzählen will, habe ich gehört. Ist das richtig? Weil wir wollen die Geschichte nach vorne tragen, damit man sieht, was los ist. Die Menschen müssen darüber aufgeklärt werden. Es weiß keiner. So, ich bitte die Schwester, komm mal vorne, oder? Und da soll man keinen falschen Charme haben. Wir kriegen täglich Anrufe von Problemen von Schwestern. Auf der Arbeit, in der Schule und so weiter. Man muss aufstehen. Man muss Bescheid sagen, man muss aufstehen. Das ist wichtig. Ansonsten kann sich keine Verbesserung einstellen. Kommst du bitte, Schwester, hier. Soll ich dich interviewen oder willst du das von selber machen? Okay, gut. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich heiße Leila und bin 24 Jahre alt. Ich bin 2006 zum Islam konvertiert, Alhamdulillah. Und ich habe damals bei Schlecker gearbeitet, als stellvertretende Verkaufsstellenleitung. Und wurde, nachdem ich mein Kochbuch aufgezogen habe, von dem ganzen Schlecker-Verein fertig gemacht, von meiner Chefin, von der Bezirksleiterin und dem Verkaufsleiter von Schlecker. Mir wurde gesagt, dass ich mit dem Kochtuch nicht brauchbar sei für diese Filialen, dass ich den Laden zu verlassen habe. Ich wurde vor den Kunden beschimpft, habe dann ein Gerichtsverfahren eingeleitet, was ich auch gewonnen habe, wogegen Schlecker dann in Revision gegangen ist und habe auch das zweite Verfahren gewonnen, Alhamdulillah. Bin danach zum Arbeitsamt gegangen, ich habe eine Abfindung bekommen. Bin danach zum Arbeitsamt gegangen und wurde von dem Arbeitsamt fertig gemacht. Mir wurde gesagt, ich solle nach Hamburg arbeiten gehen, weil ich mein Kopftuch nicht ausziehen möchte. Mir wurde gesagt, es sei zumutbar für mich, zwischen Berlin und Hamburg hin und her zu pendeln, weil ich keine Verpflichtungen einer Familie gegenüber hätte. Und ich hätte einmal die Möglichkeit, eine Arbeitsstelle abzulehnen. Nachdem ich das getan habe mit der Begründung, dass ich keine Familie im Rücken habe, in Hamburg keine Bekannten habe,
wurde mir Nachtarbeit in Potsdam angeboten. Ich sollte irgendwelche Dinge zusammen montieren. Was auch unzumutbar ist, da ich Angst habe, in der Nacht mitten in Potsdam rumzustiefeln. Ich möchte mich wirklich kurz fassen. Danach habe ich hier im Bezirksamt mich für eine Ausbildung beworben, mit dem Kopftuch, in dem Bewerbungsschreiben mit Kopftuch als Foto. Und ich wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen, bin dann mit Kopftuch hingegangen, habe danach einen Einstellungstest gemacht, den ich auch bestanden habe, Alhamdulillah, und habe dann meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Alhamdulillah. Nach 3 Monaten wurde dem Bezirksbürgermeister von Neukölln, der wurde aufmerksam auf mich, ihm ist aufgefallen, dass ich ein Kopftuch getragen habe, und danach hat er mich zur Rede gestellt und es hieß, entweder ziehe ich dieses Kopftuch aus oder ich verlasse den Ausbildungsplatz. Von welcher Partei ist der Bürgermeister? Danach habe ich mich für mein Kopftuch entschieden. Ich habe diesen Ausbildungsplatz verlassen. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir einen viel besseren Ausbildungsplatz gegeben. Ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen, Alhamdulillah, bin zum Arbeitsamt gegangen, auf ein neues, wo mir die Berufsberaterin gesagt hat, mit dem Outfit, was ich trage, werde ich keine Arbeit finden, und auch, ich sollte mir überlegen,